Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich muss Holz holen, zwar erst morgen, aber heute möchte ich gerne schon mal alles vorbereiten dafür. Deswegen muss ich meinen Anhänger heute rausholen. Der muss dann hinter den Welger, den ihr da hinten seht. Das ist der von meinem Kumpel, den kennt ihr ja schon. Und ja, meiner muss dahinter, weil meine Verkabelung leider noch nicht fertig ist. Das heißt, mein Anhänger hat hinten keine Steckdose dran, der hier wohl, und dementsprechend muss meiner mal hinten laufen. Die Verkabelung wollte ich eigentlich auch schon lange fertig haben. Es hieß ja mal, im Sommer mache ich das alles. Naja, ruckzuck ist Sommer. Wir haben jetzt mittlerweile den 13. Juli. Wie gesagt, morgen geht es ans Holz holen. Ja, ruckzuck ist der Sommer auch schon wieder vorbei. Also ich muss den noch immer zu Ende streichen. Den Anhänger, da habe ich immer noch nicht weitergemacht. Ist ja mittlerweile auch schon über ein halbes Jahr her, wo ich dabei war. Ja, die Zeit, die rennt, das ist verrückt. Aber naja, gut, auf jeden Fall. Holen wir erstmal den Anhänger da raus, dann hängen wir den dahinter, dann meinen Trecker raus, den muss ich noch abschmieren, fertig machen für die Fahrt und darum geht es heute in diesem Video. Viel Spaß! So, die Anhänger sind zusammen. Das ist ja das Geile an diesen Gummiwagen. Die kann man ja echt alleine ohne Hilfe quasi über den Rasen schieben, über irgendwelche Bordsteinkanten weg, weil die echt so leicht sind und so leicht zu schieben sind. Das ist auch ein Grund, warum ich mir keinen großen 5,7-Tonner hole, weil einfach die Handlichkeit nicht so gegeben ist, ne? Und man sieht ja, wie oft bin ich alleine hier am Gange und ich kriege eigentlich auch immer alles gefahren. Und zur Not, wie gesagt, hat mein Kumpel auch so ein Teil. Das kann man sich dann leihen. Er leiht sich meinen ab und zu, ich seinen. Und somit ergänzen wir uns eigentlich ganz gut. Übrigens zum ersten Mal heute mit Windpuschel unterwegs. Das heißt, eigentlich dürften trotz des relativ starken Windes keine Windgeräusche oder wenn dann nur ganz wenige am Start sein. Also ich versuche immer wieder die Videos zu verbessern. Ich habe auch einen Gimbal, den benutze ich jetzt gerade nicht aus Bequemlichkeitsgründen, habe ich jetzt gerade das Stativ in der Hand. Aber wie gesagt, Windschutz jetzt am Start und hoffen mal, dass es auch wirklich geklappt hat mit dem Wind. Wie gesagt, ich hatte ja vorher ein Mikrofon, was ich wieder zurückschicken musste, weil es einfach eine Katastrophe war. Hat gar nichts gebracht, überhaupt nicht. Und wie gesagt, jetzt habe ich ein Mikrofon, was eigentlich auch hochpreisig ist und vernünftig ist. Und nun hoffen wir mal, dass das Ganze klappt. Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal den Trecker rausholen, weil also alleine schaffe ich auf jeden Fall nicht, das Gespann zu ziehen. Deswegen hole ich meinen Trecker raus, bind den schon mal davor. Wie gesagt, bereit alles vor, jetzt abschmieren und dann kann es morgen früh losgehen. Naja, erstmal Trecker starten und dann geht's weiter.
So, die Schotten sind drauf. Jetzt müssen nur noch Luftdruck kontrolliert werden, einmal abgeschmiert werden und dann sind wir auch schon startklar für morgen. Da wollen wir mal die Luft kontrollieren von dem Ganzen. Nicht, dass man den voll belädt und anschließend ist unten so wenig Luft im Reifen. Das ist natürlich auch Käse. Naja, wir gucken mal. Tipptopp, 3 Bar. Normalerweise habe ich die immer so auf 2,75, 3, je nachdem. Nur ist das ja der Anhänger vom Kumpel und der hat da 3 Bar drin. Dann lasse ich das natürlich auch. Und ich meine, die Reifen sind relativ gut. Also das sind gute Reifen. Die sind von dem Krankenwagen ursprünglich irgendwie mal gewesen. Das sind 205/75 R16C. Das heißt, die haben eine recht hohe Traglast und geile Teile. Ja, dann gucken wir mal, wie die anderen 4 Reifen sich oder die anderen 8 oder 12 Reifen sich verhalten. Der 2,9. Dann mache ich den auch auf 3 jetzt, dann ist es einheitlich. So, das ist jetzt mein Anhänger, wie man sieht. Und bin mal gespannt. Ja, oh, genau 3 Bar drin. Das passt an die auch ganz gut. Hier steht 73 PSI kalt. 73 PSI wären aber 5 Bar. Maximaldruck 5 Bar. Dann bin ich mit meinen 3 Bar relativ gut. Wenn da jetzt noch Druck drauf kommt, erhöht sich der, wenn da jetzt noch Gewicht drauf kommt, erhöht sich der Druck ja auch noch und dann passt das. So, bei dem Reifen brauche ich mich gar nicht bücken. Das ist recht komfortabel. Da würde mich mal interessieren, wie viel Druck habt ihr in so einem Hinterreifen von so einem Trecker? Ich habe hier normalerweise 1 Bar drin. Ja, kommt auch genau hin. 1 Bar habe ich hier drin. Ich war mal auf 0,8, aber dann ist er irgendwie so ein bisschen am Schwimmen gewesen. Normalerweise haben wir auch nur 0,8, wenn man auf dem Acker fährt. Ich bin ja eigentlich nur auf der Straße, maximal mal im Wald unterwegs. Deswegen 1 Bar habe ich hier drin. Ich habe mal von welchen gelesen, die 1,2 Bar fahren, aber ja, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Vielleicht könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, was habt ihr für Erfahrungen gemacht bezüglich Luftdruck und ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare, das würde mich echt mal interessieren. So, bei den vorderen Reifen, da habe ich immer 1,4 drin. In diesem Fall passt das auch ganz ziemlich genau. Ist ja auch erst neu, der Reifen. Im Zuge der Reifenerneuerung habe ich natürlich auch beide Reifen Luftdruck kontrolliert. Auf jeden Fall habe ich hier 1,4 drin. Ja, ich weiß nicht, ich habe gar keine Erfahrung. Also hier steht maximal 2,5, ist klar, aber ich habe dann immer keinen Bock, dass da vorne so hart ist beim Fahren. Auch da gerne mal in die Kommentare, was fahrt ihr für Reifendrücke. So, erstmal ein bisschen abschmieren. Da habe ich eine ganz normale Standard-Fettpresse, nichts Wildes. Warum da immer nur die rechte Seite so einen Schmiernippel hat und nicht die linke. Also ich hatte vorhin einen MF35, der hatte auch immer nur rechts einen Schmiernippel auf der Radnabe. Vielleicht könnt ihr mir mal erklären oder weiß einer von euch, warum das so ist. Ich weiß nicht, ich kann es mir höchstens vorstellen, weil der Trecker rechts immer in der Flugfurche läuft, dass der dann immer Sand kriegt und der linke nicht oder so. Aber ich verstehe nicht, warum da kein Schmiernippel auf der anderen Seite ist. Vielleicht hat da einer von euch eine Idee, schreibt mal bitte gerne in die Kommentare. Ich muss mir irgendwie nochmal entweder so eine Einhandpresse oder so eine, die sich selber festkrallt, besorgen. Weißt du, so eine Spitze davon, damit man die nicht immer festhalten muss. Aber da habe ich schon von dem einen oder anderen gehört, dass die Krallen irgendwann mal ausnudeln, auch nicht mehr wirklich funktionieren. Und diese Einhandpressen relativ schwer gehen. Gut, nun brauche ich die auch nicht so selten wie ein wirklicher Landwirt, aber nicht so oft wie ein wirklicher Landwirt, aber naja, funktionieren sollte sie trotzdem, auch dauerhaft. Weil dafür ist mir sonst mein Geld auch zu schade. Aber irgendwie habe ich da noch nichts Geiles gefunden, deswegen
Ja, habe ich immer noch die hier, die altbewährte. Falls ihr da irgendwie eine geile habt, gute Erfahrungen mit irgendwas gemacht habt, auch gerne mal den Link in die Beschreibung schicken von Amazon, eBay oder was weiß ich. Oder zumindest mal erzählen, wo man sowas wegbekommt. Das würde mich tatsächlich echt mal interessieren. Weil da würde ich gerne mal in eine neue Fettpresse investieren. So, Frontlader ist abgeschmiert, Vorderachse auch. Jetzt geht's hinten weiter. Bevor ich es vergesse, hier oben ist ja immer dieser Frontlader-Bereich, wo der Stempel nicht genutzt wird. So, und meiner steht ja nun unterm Carport, das ist ja grundsätzlich schon mal scheiße, das wissen wir ja. Aber dass der Stempel nicht kaputt geht, hier oben hat er schon so leichte Ansätze vom Flugrost. Das war allerdings vorher schon. Schmiere ich immer den Stempel nach dem Reinigen mit Fett ein. Dafür nehme ich einfach Fett aus der Fettpresse, einfach aus dem Finger rauf, so. Und schmiere den Bereich hier oben richtig schön dick mit Schmierer ein. Und dann gammelt das nämlich da oben nicht. Und zwar, wenn der Frontlader zusammenschiebt, der Abstreifring, der schiebt das quasi bis nach oben hin, also wo der Bereich ist, wo es halt nicht benutzt wird. Und da, wo das Fett ist, da kommt natürlich kein Wasser ran und dementsprechend rostet es auch nicht. Das schont auf jeden Fall den Frontladerstempel. Weil wenn der Kolben kaputt ist, dann war es das halt. Da muss da ein neuer rein und das kostet teuer Geld. Hier an der Pedalerie sind auch noch solche Nippel. So ein Trecker hat davon echt einige. Aber hier ist immer nur ein so ein Schmatzer. Mehr geht da gar nicht rein. Nur, dass das Wasser wieder rausgedrückt wird vom Waschen. Und grundsätzlich, dass da mal wieder ein bisschen was Frisches reinkommt. Hier hinten sind auch noch ein paar, wie man sieht. Der Trecker sieht so relativ ölig aus, was sich mit der Zeit so immer ansammelt hier. Hier gehört auch nicht viel rein. Ja, der ein oder andere Semmering muss mal neu hier mit der Zeit, aber das haben eigentlich alle Trecker, die nicht restauriert wurden. Und deswegen sagte ich ja, wenn ich zum Beispiel auch die Hydraulik mache, wo mich ja auch einige immer darauf ansprechen, weil die ja auch immer so ein bisschen rumeiert. Das mache ich dann alles im Zuge einer richtigen Restauration. Aber das kostet auch alles richtig Geld. Ganz wichtig ja auch immer schön Öl kontrollieren, bevor ihr losfahrt. Das ist jetzt zum Beispiel schön kurz unter Max. So soll es sein. So, der Trecker ist jetzt abgeschmiert, habt ihr ja zum Teil gesehen. Ich kann euch ja noch nicht bei jedem einzelnen Schmiernippel mitnehmen, sonst wird es nämlich langweilig. Ich hoffe mal, das Mikrofon hält, was es verspricht. Es ist mega windig hier. Normalerweise würde man kein Wort verstehen, wenn ich das normale GoPro-Mikrofon benutzen würde. Dementsprechend, wie gesagt, hoffe ich, dass es jetzt wirklich tatsächlich auch gut funktioniert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Im nächsten Video seht ihr, wie ich das Holz hole. Abonnieren wäre super und bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss!